Einen schönen Sonntag wünsche ich euch zum heutigen Video. Ich bin der Callcenter Crusher. Der erste Versuch des Betruges setzt mal wieder auf eine Namensähnlichkeit mit großen Namen auf dem Tradingmarkt. Goldman und Sachs ist ja sehr bekannt und wird wie viele andere Firmen als Türöffner von Betrügern genutzt. Hört euch an, ob diese Betrüger erfolgreich waren. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? 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 Rede ich mit George? Bitte? Rede ich mit George? Wie wollen Sie denn sprechen? Also, ich wollte sprechen mit Herr Boreiter. Ja, das ist richtig. So, super. Mein Name ist Tannendorf, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Interesse am Onlinehandel. Ich sehe, dass Sie haben Anker ausgefüllt, aber bis jetzt haben Sie noch nicht Ihr Handelskonto aktiviert. Und meine Frage ist, warum? Was ist los? Was los ist? Ja, ich habe irgendwie zu wenig Informationen gefunden. Welche Plattform war es? Ja, deswegen. Welches war jetzt Ihre Plattform? Profit System. Sie haben sich angemeldet. Wann hatte ich mich da angemeldet? Ein Moment. Und schon ist's vorbei. Ja? Ja, wieso legen Sie auf? Ich habe nicht aufgelegt. Anfragen. Ich habe nicht aufgelegt. Ach. Okay, okay. Es war 8 Tage vorher. Okay. Es war am 10. Am 10. Ja. Okay. Kann durchaus sein, müsste ich gucken. So, und welches war jetzt Ihre Plattform? Weil der Name sagt mir gar nichts. Also, wir rufen von Goldman FSM. Wir arbeiten mit Profit System. Ja, aber der Name sagt mir gar nichts. Also, ich wüsste nicht. Ich kann mir ja Ihre Webseite mal angucken, dann sehe ich ja, ob ich auf Ihrer Webseite drauf war. Können Sie mal buchstabieren Ihre Webseite? Ja, natürlich. Genau. Also Goldman, G-O-L-D-M-A-N-N. Gold, M-A-N-N. Nein, mit, also einfach N. Goldman. Genau. Und weit? FSM. Wie? FSM. Friedrich Siegfried Martha. Genau. Okay, und dann? .de? Genau. Punkt. O-R-G. O-R-G. Ah ja, okay. Dann schaue ich mir das doch mal an. Moment, Augenblick, ich muss mal aufrufen. So, dann versuchen wir das doch mal. Was erwarten Sie von mir? Erstmal warte ich, bis die Rechte. Erstmal warte ich, bis die Webseite aufgeht. So. Mhm. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Also haben Sie schon mal getradet? Hallo, hallo. Ich war noch nicht auf Ihrer Webseite. Die ist mir völlig neu. Vor allem diese Webseite ist nur auf Englisch. Ich spreche kein Englisch. Ja, wie soll ich mich auf einer Webseite anmelden, wenn ich gar kein Englisch spreche? Also Englisch, das ist so internationale Sprache. Ja, aber ich spreche kein Englisch und deswegen habe ich mich mit Sicherheit nicht auf Ihrer Webseite angemeldet. Wo haben Sie dann meine Daten her? Also Sie haben selber Ihre Daten. Nein, habe ich nicht. Nicht auf Ihrer Webseite. Ich verstehe kein Englisch. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Auf Profit System. Ach so, sowas, eine Werbewebseite. Ja. Wir arbeiten mit Profit System. Ja. Deswegen haben wir Ihre Daten bekommen.
Und ja, deswegen rufe ich an. Ah ja, okay. Gut. Dann erzählen Sie doch mal ein So. bisschen was über Ihr Projekt, über was Sie bieten, was Sie Genau. anbieten. Wir haben automatische Systeme, die arbeiten 24/7 für Sie. Und dazu haben wir einen Finanzexpert, der wird Ihnen alles erklären, Schritt bei Schritt mit dem Handelskonto helfen, alles richtig und schnell herunterzuladen und zu aktivieren. Da Sie neu sind und Sie brauchen diese Hilfe, deswegen bieten wir Finanzexpert. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu handeln. Das kann sein, also Rohstoffen, Aktien, Kryptowährungen, Währungen, also wie Sie wünschen, was Sie wünschen. Ja. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, so ein klein wenig Erfahrung habe ich. Oh, cool. Können Sie bitte erzählen? Was soll ich erzählen? Ich habe Also, wie Erfahrung, das war das? muss, das gut war's. Ja, wie war das? Gut Gut. war's. Super. Und haben Sie profitiert? Ja. Und dann, also möchten Sie mehr Geld, ja? Ja, Deswegen haben Sie bei uns wer lehnt denn angemeldet. Geld ab? Also ja, alle Leute brauchen die Geld. Na Das also. stimmt. So. So, und haben Sie schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen Nee, habe ich und noch Ihr nicht. Handelskonto Welche aktivieren? Möglichkeiten habe ich denn bei Ihnen? Also das Mindestbetrag ist 270 €, aber Sie können ja natürlich mehr investieren, weil je Das mehr ist Sie sehr wenig auf investieren, dem. desto mehr Sie profitieren. Das ist sehr Was haben wenig Sie auf dem gesagt? Finanzmarkt. Genau. Das ist nur so Aktivierung Ihres Handelskontos. Das heißt, dass Sie haben eine Testperiode. Sie schauen einfach, wie das Programm funktioniert. Und wenn Sie sicher sind, dass Sie können da gut profitieren, dann machen Sie weiter und entscheiden schon mit Ihrem Finanzexpert, welche Summe möchten Sie investieren und so weiter. Das heißt, eine Testperiode, das heißt, Sie richten mir ein Demokonto ein. Genau. Okay, ja prima. Dann richten Sie mir schon mal das Demokonto ein, dann kann ich da ein bisschen probieren. Und wenn das in Ordnung ist, dann zahle ich ein. Also nein, zuerst müssen Sie das mindestens, also Investition machen, Nee, die mindestens das Investition. ist doch ein Demokonto. Da brauche ich noch keine Investitionen machen. Aber Sie können nicht etwas profitieren, Nee, das wenn ist ja auch Sie ein keine Demo. Es ist Investition. ja auch ein Demokonto, haben Sie gesagt. Wir müssen auch mit etwas arbeiten. Wir können Wieso? nicht Es mit ist Luft ein arbeiten. Demokonto, ein Demonstrationskonto. Da Sie braucht haben man. nicht ganz richtig verstanden. Es tut mir leid. Sie brauchen ja, wie gesagt, die mindestens Investition und dann schauen Sie schon. Aber Ihr Geld wird voll versichert. Ja gut, Und wenn Sie sagen, na, und wie? ich will doch nicht, dann wir lassen Sie in Ruhe. Wir akzeptieren Ihre Entscheidung. Ja, und wie kann ich bei Ihnen dann investieren? So, haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Kreditkarte habe ich nicht. Kreditkarte haben Sie nicht. Online-Banking? Das habe ich, richtig. Ja, Sie können das entweder mit Online-Banking oder ganz normal, also beim Girokonto machen. Ja, gut, dann brauche ich aber Wie Sie bitte die, wünschen. ja, dann würde ich mit online überweisen. Dann senden Sie mir bitte mal die Bankdaten. Okay, super. Jetzt muss ich noch ein paar Fragen stellen, um Ihr Handelsportfolio auszufüllen. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 57. 57. Ihre Stimme klingt aber jünger. Dankeschön. Ich bin überrascht. Okay. Und arbeiten Sie? Sind Sie Natürlich. berufstätig?
Was machen Sie beruflich? Das geht Sie ja gar nichts an. Weswegen sollten Sie das wissen? Also, ich muss das notieren für Handelsportfolio. Das ist ganz normale Fragen. Nee, das Portfolio, das Handelsportfolio, das ist ja über Sachen, mit denen ich handeln will. Und das ist an Ihr Portfolio. Sie brauchen ja kein Portfolio von mir, von meinen persönlichen Daten. Aber das ist nicht so Ihre Adresse oder Ihre Bankdaten. Mit was wollten Sie? Bitte was? Ich frage nicht nach Ihren Bankdaten mit Ihrer PIN oder sowas oder Richtig. Ihre persönliche Adresse. Ich frage nur, ja, wegen Arbeit, Ja, ich Krediten. arbeite. Das muss Und ich. Kredite geht sie auch nichts an. Also haben Sie Krediten Das oder geht sie nichts Schulden? an. Das geht sie nichts an. Das ist Privatangelegenheit. Also ich kann leider nicht weitermachen, weil ich muss das Portfolio ausfüllen. Ja, sie. Und wenn Sie möchten nicht, dann es tut mir leid. Ja, ich denke mal, da möchte ich nicht. Also, das sind private Dinge, das geht Sie nichts an. Entweder wollen Sie mit mir handeln, okay, dann schicken Sie mir die Bankdaten, oder ich suche mir eine andere Firma. Kein Problem. Es gibt genug Firmen. Ja, aber wir haben so Regeln, Ja, ich mit habe auch welchen Regeln. müssen wir arbeiten. Ich habe auch Regeln, richtig. Und ich werde Und wir private Dinge. arbeiten Ich mit werde großen private Summen. Dinge, Also ja, das mag durchaus sein, aber ich werde private Daten, die mich persönlich. deswegen. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Also, ich arbeite nicht mit Firmen, die höchst private Daten von mir haben wollen. Ich kann mich verifizieren, kein Problem, aber es geht Sie nichts an, welchen Beruf ich mache. Das geht Sie gar nichts an. Und ob ich Schulden habe, das geht Sie auch nichts an. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie mit mir arbeiten wollen oder ob Sie es nicht wollen. Wir arbeiten mit großes Geld. Das heißt, Das dass macht wir mir ja müssen nichts. Das hat. sicher sein, Was, was? Welchen Beruf ich habe? dass genau, dass Das ist Sie können völlig egal. investieren. Das ist völlig Sie egal. können investieren Das sehen Sie und doch, wenn dann mein Geld sind Sie auf dem Konto seriös. ist. Ja. Sind Sie seriös? Verstehen Sie? Also Sind ich bin Sie. seriös, ja. Okay, Aber gut. Sie, keine Ahnung. Ja, ne, ich weiß genauso wenig von Ihnen. So. Ihre Plattform. Wie lange gibt es Ihre Plattform schon? Wie bitte? Wie alt ist Ihre Firma und Ihre Webseite? 15 Jahren. 15 Wir sind Jahre. auf dem Markt. Ja, Genau. ich sehe es gerade. Okay, prima. Gut, aber wenn Sie meine höchst privaten Daten haben wollen, dann wird das ja nichts bei Ihnen, weil. Sie können sich überlegen, ob Sie mit mir arbeiten wollen. Dann können Sie mir eine E-Mail mit den Bankdaten schicken. Und wenn nicht, dann suche ich mir eine andere Firma. Kein Problem. Das Alles klar, ist schönen Ihre Tag noch. Entscheidung. Tschüss, Betrüger. Also ich kann leider nicht. Ja, tschüss, Betrüger. Tschüss, tschüss. Tschüss, Betrüger. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Nicole Janis, ich bin Account Manager von Trading Platform. Spreche ich mit Herrn Meyer, ja? Ja, wie war Ihr Name? Nicole Janis. Janis? Genau. Okay, hallo Frau Janis. Hallo. So, spreche ich mit Steffen, ja? Herr Meier ist mein Name. Bei mir steht Steffen Meyer. Ja, richtig, aber wir kennen uns noch nicht und deswegen bitte mit dem Nachnamen. Nur Nachname. Ja. Oder kennen Sie mich? Ich kenne sie nicht. Ja, Deswegen eben. rufe ich sie an. Ja, und deswegen redet man jemanden, den man nicht kennt, immer mit dem Nachnamen an. Nur mit Nachname. Herr Mayer. Okay. So, wie geht's Ihnen heute? Eigentlich gut. Ja, das freut mich zu hören. So, es geht um Trading. Ja, Sie waren auf unserer Internetseite. Immediate Age. Ja. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung beim Trading? Immediate Edge? Ja. Wann hatte ich mich denn da angemeldet? Heute. Immediate Edge? Nee, war ich nicht.
Auf welche? Dann sagen Sie bitte, auf welche Seite waren Sie? Ja, das müssen Sie doch wissen. Bei Immediate Edge Ja, war ich nicht. bei mir steht so, Immediate Edge and General Crypto, ja? Deswegen rufe ich Sie an. Die Seite kenne ich gar nicht. Okay, dann lassen Sie mich kurz erzählen, genau, über unsere Plattform. Ja, aber wie gesagt, auf Immediate Edge war ich gar nicht. Das wüsste ich ja. Ja, dann schauen Sie mal, es geht um Trading, ja. Alle Plattformen hat seine Vor- und Nachteile. Lassen Sie mich kurz erzählen über unsere Plattform. Dann können Sie mir Bescheid geben, okay, Herr Mayer? Ja, erzählen Sie mal. Mhm. So, Sie haben keine Erfahrung, ja? Ja, ich denke, Sie wollen jetzt erstmal erzählen. Na, ich nur gefragt, haben Sie Erfahrung oder nicht? Ja, ich habe schon Erfahrung. Okay, super. Auf welche Plattform? Das geht Sie doch gar nichts an. Ich kenne Sie doch Wie gar bitte? Nicht. Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum soll ich Ihnen private Dinge erzählen? Das ist nicht private Dinge, Doch, ja? natürlich. Es so, sind das meine, ist einfach Erfahrung das, in Ihr Leben, ja? Ja, haben richtig. Sie meine beim privaten, Training oder nicht? Meine privaten Erfahrungen, richtig. Warum sollte ich einem Fremden das erzählen? Ich wusste das nicht, dass Trading ist private Erfahrung ist. Es ja? ist meine private Erfahrung, richtig. Okay, gut. So, eigentlich, warum habe ich gefragt? Wenn Sie schon Vorstellung haben, dann kann ich etwas mehr für Sie erzählen. Wenn nicht, dann sage ich ein bisschen so anderes für Sie. Sie können mir erstmal Ihre, ja, erst Ihre Plattform erklären, was Sie machen und so weiter. Weil der Name Immediate Edge ist mir völlig neu. Erklären Sie mal. Völlig neu. Ja, dann darf ich fragen, wo haben Sie angemeldet? Ja, also bei Immediate Edge nicht. Woher haben Sie denn meine Daten? Immediate so, Edge war ich nicht. Dann welche Name da haben Sie gesehen? Was? Ich soll mich heute gerade angemeldet Name. Haben? Ja, heute, aber welche Name von ja, der Plattform das, haben das, Sie gesehen? Das müssen Sie doch wissen, wenn ich mich angemeldet habe und Sie mich Sie anrufen. Auch, Hallo, Sie lassen Sie mich bitte ausreden. Wissen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Okay, ja, ich höre Sie. So, also, wenn ich mich bei Ihnen angemeldet habe, dann müssen Sie doch wissen, auf welcher Plattform ich mich angemeldet habe. Immediate Edge ist es nicht. Welches ist denn Ihre Plattform? So, hier mal. Ja, können Sie mir erstmal die Frage beantworten, die bitte? Die Hauptsache, können Sie mir bitte Ihre Frage beantworten? Wissen, können Sie mir jetzt die Sie Frage beantworten? Ja? Können Sie mir bitte Ihre Frage, die Frage beantworten? Ja, gerne. Ja, gut, okay, also. Frage. Ja, die habe ich gerade gestellt. Ich habe gesagt, Immediate Edge. Ja, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Die kann so sein. Bei mir steht Nummer. Deswegen, Herr Mayer, reden wir jetzt. Ja, Immediate Edge kenne ich gar nicht. Wo haben Sie meine Daten her? Gute Frage. Wo haben Sie dann Ihre Daten her? Wo haben Sie? Ja, nicht bei Immediate Edge. Aber wo? Das geht Sie doch da gar nichts an, wenn Sie gar nicht wissen, ob ich es bin und Sie offensichtlich wenn eine andere... Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Warum lassen Sie mich eigentlich nie ausreden? Warum reden Sie eigentlich permanent dazwischen? Weil Sie verstehen nicht, was reden Sie eigentlich, Steffen Mayer. Ich verstehe ganz genau, was ich sage. Nein. Doch. Ich höre mich Nein. doch selber reden. Sie wissen, was ich höre, was ich sage. Ja. Sind Sie ein Hellseher? Wo? Wer? Ja, Sie verstehen wieder ganz gut, ne? Sie können ja nicht mal Deutsch sprechen. Sie, bitte. Sie können ja nicht mal Deutsch sprechen. Aber Sie können gut, ja? Hört man das nicht? Glaube ich nicht. Wenn Sie können mir nicht nennen, Plattform, wo haben Sie Daten nicht hinterlassen? Wenn Sie mir nicht, mich, können, Mayer, wenn Sie mir nicht sagen Probleme können, wo Sie angemeldet haben, dann sind Sie nicht dumm. Also, wo habe ich mich denn angemeldet? Das müssen wo Sie doch stehen. Wo haben Sie Daten nicht hinterlassen? Das geht Sie gar nichts an. Sie müssen, wenn ich mich bei Ihnen angemeldet habe, dann müssen Sie mir sagen, wo ich mich angemeldet habe. Wann und wo.
Zeitpunkt. Herr Mayer, verstehen Sie Deutsch oder muss ich 100 Mal wiederholen? Immediate Age und Krypto. Ja, und ich habe mehrfach gesagt, ich habe mehrfach gesagt, dass ich die Webseite gar nicht kenne. Ich habe mich nicht auf Immediate Age angemeldet. Das ist der Fakt. Ich weiß nicht, wo Sie meine Daten gekauft haben, aber bei Immediate Age habe ich mich nicht angemeldet. So, und jetzt sollen Sie mir sagen, wo Sie meine Daten her haben. Wo haben Sie Daten hinterlassen? Ich habe gerade gefragt, wo haben Sie meine Daten her? Ich habe auch gefragt. Ja, aber ich habe zuerst gefragt. Edgy Badge. Sie können mich so einfach antworten. Ja, dann antworte Sie, ich. Sie antworten noch gar nicht. Sie antworten noch gar nicht. Doch. Ja, dann antworten Sie. Wo haben Sie meine Daten gekauft? Ja, aber wo haben Sie Daten hinterlassen? Wo haben Sie meine Daten gekauft? Verstehen Sie eigentlich Deutsch? Verstehen Sie eigentlich Deutsch? Ich verstehe Sie nicht. Ja, das glaube ich, weil Sie kein Deutsch verstehen. Sage ich doch. Ja, natürlich. Ja, verstehe natürlich. Ich kein Deutsch. Richtig, ich stimmt. Sie verstehen kein Deutsch. Sie verstehen kein Deutsch. Ich rede mit Ihnen auf Französisch. Nein, Sie das Französisch? Ist... Ja, von natürlich. Français, ja, und okay. Vor allem wie wunderschön, dass Sie mich immer wieder unterbrechen. Hervorragend. So, danke. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Eigentlich möchte ich über unsere Plattform erzählen. Ja, aber Immediate Edge kenne ich gar nicht. Da habe ich mich nicht angemeldet. Ja, dann sagen Sie mir bitte. Ich sage Ihnen erstmal gar nichts. Sagen Sie mir, wo ich mich angemeldet habe. Sie müssen das doch wissen. Wo haben Sie meine Daten her? Sagen Sie mir bitte. Ich sage Ihnen erstmal gar nichts. Ich warte erstmal auf eine Antwort von Ihnen. Vorher sage ich gar nichts. Warten Sie nur Antwort. Richtig, ich warte auf eine Antwort auf meine Frage. Ich warte auf Antwort. Na gut, okay, dann warten wir. Ja. Alles gut bei Ihnen, Herr Mayer. Sie sind so nervig, so nervös und so anstrengend und stellen Sie mir so dumme Fragen, ja? Ich warte immer noch auf eine Antwort. Was warten Sie noch? Auf eine Antwort. Aber welche Antwort? Da, haben Sie die Frage schon vergessen? Ja, habe ich schlechtes Gedächtnis. Richtig. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Richtig. Deswegen warte ich immer noch auf die Antwort. Sie Daten nicht hinterlassen? Deswegen warte ich immer noch auf die Antwort. Dann. Genau, dann warten wir weiter. Dann warten wir weiter. Schauen Sie mal. Was soll ich denn schauen? So, ich bin noch mal ein paar Minuten da. Sie haben so viel Freizeit, ja, und einfach, dass dieses Gespräch Spaß für Sie, dann kann ich sagen, ich arbeite, ja. Deswegen ach, Sie arbeiten. Wo arbeiten Sie denn? Wo arbeiten Sie denn? Ja oder nein. Wo arbeiten Sie denn? Dann bitte machen wir. Wo arbeiten Sie denn? Okay. Wo arbeiten Sie denn? Möchten Sie dabei sein? Ich habe gefragt, wo Sie arbeiten. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Wo? Oh, sie hat's gehört. In Österreich. Ja, ja. Ich habe gehört. Oh, ja, aber trotzdem zu dumm zu antworten. Zu dumm zu antworten, genau. Ich bin so dumm und ich kann richtig. Kein Deutsch. Richtig. Deswegen, ich verstehe stimmt. Nicht, warum genau. Reden richtig. Wir jetzt. Ist richtig. Ja? Sie sind zu dumm. Ja, natürlich. Wie sind Sie? Sie sind auch eigentlich ein bisschen, glaube ich, dumm, weil Sie können mir nicht Namen von Plattformen ich nennen. Will ja? Es, ist, ich will du es nicht. Sein? Ich will es sein? Nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Haben Sie es jetzt verstanden? Parlez français? Do you speak English? Arabic? Spanisch? Aber nicht Deutsch. Schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüss, Betrüger. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Justus Freimuth mit mir. Ja. Schönen Abend. Mein Name ist Gila Huber. Sie haben sich auf unsere Handelsplattform angemeldet. Ja. Bitcoin Profit Sway. Sagen Sie mir bitte, sind Sie daran noch interessiert? Wollten Sie bei uns einen Konto erstellen? Grundsätzlich schon. Wann hatte ich mich denn da angemeldet? Ja, Sie haben Ihre Telefonnummer also hinterlassen, damit wir Sie anrufen werden. Ja, und wann hatte ich mich da angemeldet? Also etwa, also
2 Monate Ruhe. Oh, Sie sind ja schnell. Ja gut, nee, ist noch interessant. Das ist noch interessant Ihnen, ja? Das sagte ich. Okay. Dann, also haben Sie mir Fragen, was wollten Sie darüber wissen? Ja, erzählen Sie doch erstmal, was Sie anbieten. Welche Firma Sie sind und was Sie anbieten. Okay, ja. Unsere Plattform heißt Deutsche Privat Equity. Ja, und wir bitten unseren Kunden einen Finanzberater, der Marktanalyse für sie macht, eine Handelsstrategie entwickelt und gibt ihnen Signale zum Kaufen und Verkaufen. Ja. Wenn sie wollen, er wird also so alle Prozesse, also ganzen Traden selbst machen, durchführen. Und was sie also zu tun brauchen, ist einfach also mit dem Finanzberater dreimal pro Woche dann sprechen, ja, und ihre Handelsstrategie zu besprechen. Oh, das wir ist haben hart. Auch einen kostenlosen ETS, einen Handelsbot, das ist eigentlich ein Algorithmus, der von unserem Finanzabteilung entwickelt wurde. So, es ist eine Software, die Trades automatisch öffnet und schließt und also pro Tag wird etwa 10 bis 20 Trades gemacht. So. Und diese Software öffnet 50 bis, ja, und im Allgemeinen werden Sie pro Tag etwa also 50 Euro dann Gewinn haben. Und mit dieser Option müssen Sie gar nichts tun, als also einmal pro Woche mit dem Finanzberater zu besprechen und also Ihr Gewinn auf Ihr Bankkonto abheben, ja. So, jederzeit können Sie Ihre Gewinne zu Ihrem Bankkonto abheben. Ja. Ja, ja. Und das können Sie alles über Ihre Firma schon sagen. Gut, okay. Wie kann ich denn da jetzt genau Geld verdienen? Ja, zum Beispiel beim Forex-Handel. Kennen Sie Forex? Ja, sagt mir was. Okay, dann so Forex ist Devisenmarkt, ist der größte und liquideste Markt in der Welt. Da können Trader Währungen kaufen und verkaufen, ja, um von den Wechselschwankungen zu profitieren. Zum Beispiel, also stellen Sie sich vor, dass Sie Gold, USD, also traden, ja, zum Beispiel. Ja, Gold ist ja nun kein Forex. Entschuldigung? Gold ist ja nun kein Forex. Ja, also wie ein Beispiel. Ja, ein Beispiel für Forex zum Beispiel. Das hat ja nichts mit Gold zu tun. Zum Beispiel Euro USD, ja, zum Beispiel. Dann kann ich also US-Dollar kaufen und behalten. Ja. Wenn Sie, also wenn man denkt, dass der Preis, der Wert des Euro im Vergleich mit USD steigen wird, Sie kaufen und später verkaufen das für den besseren Preis. Okay. So, Sie profitieren durch den Preisunterschied. Das heißt, physisches Kaufen, zum Beispiel auch Aktien, kann ich Ihnen Aktien bei Ihnen physisch kaufen? Nein, nicht physisch. Das ist also alles ist digital. So, das ist ein digitaler Trading. Das heißt CFD-Handel. Entschuldigung, noch einmal? Das heißt, Sie meinen CFD-Handel? Ja. Ja, das haben Sie genau. Bis jetzt ja noch mit keinem Wort erwähnt. Ja, also, Sie können auch bei uns Aktien handeln. Ja, aber nur handeln nur auf CFD-Basis, nur auf die Kursschwankungen setzen. Richtig?
ja, Sie können zum Beispiel in eine Aktie investieren und dann, also wenn, also in einem Monat zum Beispiel oder 2 Monaten, dann wird der Preis von Aktien höher sein und ja, dann Sie werden den Profit haben. Nochmal die Frage. Ich kann keine physischen Aktien bei Ihnen erwerben, sondern nur CFD-Handel betreiben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Ja, dann sind Sie also reiner CFD-Handel. Wie ist es bei Rohstoffen? Kann ich bei Ihnen Gold kaufen, Silber kaufen, Platin kaufen oder auch nur CFD-Handel? So, das ist nicht ein physischer Traden, sondern also mit CFD, ja. Und, ja, dann sagen Sie doch einfach CFD. Weil CFD, ja. Ist ja kein, CFD ist ja kein wirklicher Handel. Das ist ja nur auf Wetten, ein Wetten auf Kursschwankungen. Mehr ist es ja nicht. Ja, okay. Ja gut, aber das ist die riskanteste Form, irgendwie zu traden. Vor allem, wenn jemand wettet und ich gewinne. Wie verdienen Sie denn daran? So, Sie verdienen von den Preisschwankungen. Nein, ich habe gefragt, wie Sie daran verdienen, wenn ich gewinne bei dieser Wette. Wir halten 10% von dem Gewinn. Sie bei CFD-Handel erhalten Sie. Gut, aber das sind ja nur Wetten. Wer zahlt denn diese 10% und wer zahlt das, was ich gewonnen habe? Wo kommt das Geld denn her? Sie bekommen das Geld auf ihr Handelskonto. Das habe ich nicht gefragt. Woher kommt das Geld, was ich Gewinn mache? Woher kommt das Geld? Richtig. Von den Traden. Ja, das heißt also, jemand hat eine Wette verloren, ich habe eine Wette gewonnen. Das heißt, dieser andere Trader hat den Betrag, den ich gewonnen habe, hat der andere Trader verloren. Das ist CFD-Handel. Nein. Doch. Sie haben... Können Sie mir mal CFD-Handel erklären? Nein, kann ich nicht. Ja, dann geben Sie mir bitte mal jemanden, der das kann. Wenn Sie CFD-Handel anbieten, dann müssen Sie mir das auch erklären. Okay, einen Moment. Ja. Hallo. Ja, hallo, ich brauche einen Moment. Na gut. Hallo. Wie lange braucht das denn noch? Hallo, so der Finanzanalyst derzeit beim Anruf, dann kann er nicht also sprechen. So, ich habe ihn verstanden, ja, CFD ist nur ein Kontrakt zwischen Broker und Investor, ja, ein Investor. Das ist, nein, wissen Sie, was, ja, CFD heißt? Wie CFD heißt? Ja, was heißt CFD? Ja, Contract for Differences. Ah ja, gut, okay. Gut, jetzt mal angenommen, ja, ich möchte gerne diese Wetten eingehen. Wie kann ich mein Geld zu Ihnen transferieren? Welche Möglichkeiten habe ich da? Wie können Sie Ihr Geld dann gewinnen, ja? Nein. Ihre Frage ist. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ich habe gefragt, wie kann ich mein Geld zu Ihrer Firma transferieren? Ah, transferieren, okay. Ich schicke Ihnen unsere dann Webseite für die Einzahlung. Dann Sie wählen einen Package, so Plan, Handelsplan ein und Sie bezahlen einfach auf der Webseite. Das ist auch eine Bildungskurse-Webseite, da können Sie unsere Bildungskurse erhalten. Ich will keine Kurse erhalten, ich möchte traden. Ja, Sie werden einfach dann also Ihre Balance einfüllen, ja, Deposit machen. Wie ist Ihre Webseite, wie heißt die? Das heißt Cursado.
Wie? Sie hat doch irgendwas von deutsche private Equity gesagt. Deutsche private Equity, ja, das ist eine Firma, unsere Firma, die Handelsplattform. Und richtig, also, und da möchte ich handeln. Okay. Okay, schön. Ja, ich kann Ihnen alles schicken. Haben Sie WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Ich habe Justus Freimuth Sudern.de. Mhm. Augenblick. Ich weiß gar nicht, ob die noch gültig ist. Das ist ja nur schon eine Weile her. Muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen, ob die noch gültig ist. Okay. So. Ich muss gerade mal gucken. Hallo? Ja, hallo? Ja, also die funktioniert nicht mehr. Das ist ja nun schon eine Weile her. Okay, können Sie mir eine andere E-Mail ja. Geben? Ja. Okay. Was ist denn da so laut? Was ist so laut? Es ist so laut bei Ihnen. Ja, gibt ja, gibt's viele dann Leute im Büro. Ja, also, schreiben Sie mal mit Justus. Okay. Freimuth, Friedrich, Richard, Emil, Ida, Martha, Ulrich, Theodor, Heinrich. Buchstabieren Sie bitte mal. Ja, bitte noch einmal. Justus Freimuth. Sie sollen buchstabieren, ob Sie es richtig verstanden haben. Okay, noch einmal. Justus Freimuth. Und dann? Sie sollen das buchstabieren, ob Sie es richtig verstanden haben. Ja, Sie können das also... Hallo, würden Sie bitte mal buchstabieren, meine E-Mail-Adresse, den Namen? Okay, ja. Ja, ein Moment. Hallo, Ihr Telefon ist kaputt. Ich höre Sie nicht. Hallo. Hallo. Ist euch aufgefallen, dass sie meine Fragen laut wiederholt hat? Das hat sie gemacht, damit jemand, der hinter ihr stand, ihr die Antworten zuflüstern konnte. Sie wollte mir CFD-Handel verkaufen und konnte mir nicht mal erklären, was das ist und wie es funktioniert. Die langen Pausen, während sie im Hintergrund nach Antworten fragte, habe ich für euch natürlich gekürzt. Fakt ist, dass sie sowohl fachlich, sprachlich als auch intellektuell komplett überfordert war. Am Ende wusste sie nicht mal mehr, was buchstabieren ist und hat aufgegeben. So viel also zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nun habt einen schönen Sonntag mit netten Menschen, bleibt neugierig und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.